Aloha und willkommen zu meinem neuen Let's Play Born of Bread. Das erste Let's Play von 2024. Es ist ein Paper Mario-like Spiel, also es ist ähnlich wie Paper Mario, mit 2D-Charakteren in der 3D-Umgebung und rundenbasierten Kämpfen mit Action-Events, also Action-Kommandos und ein ein Ensemble von sympathischen Charakteren, vor allem unseren Hauptdarsteller, wird sehr interessant sein. Ich habe das Spiel schon mal angespielt, privat, von daher kenne ich schon mal ein bisschen was von dem Spiel, aber später wird es doch noch gleich werden. Und warum ist es so laut? Ich mache die Musik ein bisschen leiser. So, ich glaube, das soll doch ausreichen. Ist das angenommen worden? Ja doch, okay. Ja, hier ist mein privater Spielstand. Wie ihr seht, haben wir schon ein paar Charaktere getroffen. Aber wir werden natürlich ein neues Spiel starten. Spoiler! Wen haben wir denn da? Vielleicht einen umherziehenden Reisenden? Bist du gekommen, eine Geschichte zu hören? Bitte setz dich. Lass mich deine Geschichte voller überwältigenden Ereignisse und köstlicher Wortspiels erzählen. Vor allem aber handelt sie von zwei Jungen, deren Schicksal miteinander verhoben sind. Einen aus Brot und einen, ja, ganz gewöhnlichen. Diese Geschichte beginnt in einem fernen Land, inmitten eines uralten Waldes, in dem sich bald eine vergessene Vergangenheit auftun wird. Eine mysteriöse Geschichte schon mal. Bin ich mal gespannt. Auch wenn ich das schon weiß, aber egal. Donner und Doria, diese Stadt ist womöglich die wichtigste Entdeckung unserer Zeit, werte Kollegen. Meine Güte, wie aufregend. Ein unbekanntes Kapital unserer Geschichte wird endlich enthüllt. Und ich sage euch, das ist sehr aufregend. Hoho, und das wird unweit unserer königliche Stadt. Herzlichen Glückwunsch uns allen. Wahnsinn beraubend. Solch ein feine Gravuren, aber was könnten die seltsamen Vorrichtungen sein? Freunde, ich glaube, in diesem Niveau steckt jemand drin. Absurd, bedeutet denn so etwas schlafen? Vielleicht seltsamer Gedanke. Aber da öffnen, sehen wir uns den Inhalt an. Keine Chance. Was könnte das Front des Jonas zeigen, guter Mann? Wenn Sie dieses Jahrtausend Relikte öffnen wollen, nur zu. Nein, Sir, ich lasse mich heute Abend nicht verloren. Donner und Doria, ich werde es tun. Ein uralten Fluch anheim zu fallen, wäre in der Tat sehr faszinierend. In der Tat, was ist drin? Wie merkwürdig. Es ist leer. Moment, was ist das? Ich wusste es. Vater, Vater, ich auch, mein Kopf. Wie lange war ich weg? Wo sind wir? Das sind Leute. Du darfst mir das reden. Du, wo sind die Sonnensteinblätter? Die, was? Wer bist du? Ich spüre etwas. Ein Splitter ist in der Nähe, nicht wahr? Sonnenstein. Klingt vertraut. Sag, kann er sich um Magmatit oder Metamorphit? Mit Sicherheit kein Sediment. Schnell aufgepasst, Anna. Ich suche ihn selbst. Bei den Göttern, die waren wirklich fast furchterregend. Donner und Doria, und der war es unverschämt, nicht wahr? Diese kalten Augen. Und solche schreckliche Worte, aufgeblasen, ich? Das hat betreten in meinen Schulzeit rückversetzt. Moment, meint er das ernst, dass hier in der Nähe ein Splitter ist? So fängt unsere Geschichte an mit geheimnisvollen Kreaturen, die unsanft geweckt worden sind. Was ist das? Was ist das? Das ist alles falsch. Der Platz sieht anders aus, oder? Irgendwie klein und hässlich. Ah, nee, das ist ein anderer, der da gerade spricht. Ups. Ich dachte, wir wären niedergebrannt. Brannt der Licht, als wir abgehauen sind? Wo ist zumindest verfallen oder so? Wie viel Zeit ist überhaupt vergangen?
Wenn die Sonnenschein bitte hier ist und in diesem Schloss hier ist, vielleicht sollte ein Schlingel gegen Nepal wirklich passiert. Leute, das ist kein anderes Schloss. Das ist nicht unsere Ära. Komm jetzt, Jale. Du hast das Wort. Er ist fort. Es ist egal, was ich jetzt hier finden will. Da ist er endlich wichtig, dass sich ein Sonnenschein wieder da betreut befindet. Und er gehört so gut wie uns. Ja, natürlich, Kasper, wenn da drin einer ist, dann holen wir uns. Was will denn Papa und der Süßigkeit wegnehmen? Ich hoffe, es gibt einen Kampf. Ich mache, was sie queren. Ihr legt einfach ab und beinahe uns einen Weg hinein. Dann los, uns betreut eine ruhige Begrüßung geben. Also, ich kann nicht so viele Stimmen machen. Also, es tut mir leid, wenn ich Stimmen mehrmals benutze. Wie zum Beispiel hier für Papa Becker. Seltsam. Ich hatte heute Nacht kein Gewitter erwartet. Du hast dich selbst getroffen, Papa. Diese Brühe ist super. Ja, ich muss sagen, dass manche Witze im Englischen besser ankommen als im Deutschen. Weil Suppe im Englischen, Supper, für Armbrot ist es, glaube ich. Wenn ich mir recht entsinne. Naja. Nun, was gibt es noch zu tun? Der Schinkenbrett, das Gemüse geschnitten. Aber es wird Zeit, den Teig in den Ofen zu schieben. Sir Leibkoch, Ihre Majestät wünscht, dass das Brot heute Abend über das unerwartete Delikat ist. Unerwartete Delikat? Sind wir gerechnet nicht im unerwartete Delikat? Es geht um das dieses Buch, Sir. Es wird ein Rezept aus diesem Buch. Ein antiker Pfannwender des alten Barnabas. Diese Rezepte sind, gelinde gesagt, ausgefallen. Wie könnte das wohl schmecken? Und das? Ich weiß nicht, wenn es misslingt, bin ich meinen Job ganz sicher los. Oder Schlimmeres. Danke, Nun gut, geh mal sieht, wie es wünscht. Durchscheint zu sein. Papa, du schaffst das. So, fertig. Ich hoffe nur, das stellt sich nicht als große Fehler heraus. Ganz und gar nicht, denn wir haben du hast einfach mal so ein Brotkind erschaffen. Und das nackt. Bei den gusseisernen Pfannen des alten Barnabas. Wer bist du? Woher? Wie? Okay, beruhige dich, Papa. Beruhige dich. Das bildest du nur ein. Okay, du bist immer noch da. Was bist du? Kannst du sprechen? Wenn ich will. Was ist sprechen? Wenn ich will. Haha, du Frechdachs. Mein Abtropf 7 des alten Barnabas. Das Rezept. Mein Brot ist zum Leben erwacht. Ich habe dich erschaffen. Das heißt, ich bin nicht mehr nur Papa. Ich bin ein Papa. Ich bin ein Papa. Dafür bin ich doch nicht bereit. Was soll ich tun? Okay, denk nach. Krieg sie zuerst. Mein Sohn wird nicht nackt herumlaufen. Mal sehen. Ich hatte gehofft, dass ich eines Tages Freunde mit dir keiner finden würde. So, viel besser. Du brauchst doch einen Namen, mein Junge. Neat. Eine Kleidung. Mir gefällt. Wie wär's mit Studder? Wie gefällt der Name? Ehrlich gesagt gefällt mir der Name überhaupt nicht. Im Englischen heißt er Loaf. Also L-O-A-F. Loaf. Und der Name ist allein schon vom Klang her besser. Deswegen werde ich ihn auch weiterhin so nennen. Also immer wenn Stulle fällt als Name, werde ich stattdessen Loaf sagen, weil das einfach ein besserer Name ist als Stulle. Grandios! Loaf, mein Sohn! Nenn mich Papa Becker! Ich koche die besten Gerichte hier im Königlichen Schloss, doch Backwaren sind meine Spezialität! Oh nein! Das war der Königin! Ich bin spät dran und ich habe kein Brot zu servieren! Hör zu, Loaf! Ich muss kurz weg! Papier und fass einfach nichts an, ja? Es wird nicht länger dauern. Versprochen. Ich bin ein Papa. Ich bin ein Papa. Oh, was haben wir denn da? A, springen und interagieren. Mit dem Stick bewegen. B, laufen. Und plus für das Menü. Was haben wir da? Eine Suppenkelle. Papa Beckers gut, eine Suppenkelle. Sie ist nichts Besonderes, aber nützlich, um Suppen auszubreiten oder auszuteilen. Sie dann zum Schlagen. Ja, damit können wir jetzt zuhauen. Wie zum Beispiel diese Kartoffeln kaputt machen. Oder diese Tomaten. Haha.
oder ein bisschen Fleisch herumschieben. Wir sollen jetzt anfassen, aber tut mir leid, Papa Bäcker. Das muss ein bisschen sein. Ein bisschen Goodies sammeln schon mal für den Anfang. Wie ist bitte die Karotte? Hihi. Ach, das geht nicht. Ich kann ihn so rumschieben. Ladida, wir zerstören ja alles. Ich hoffe, jetzt macht nichts aus. Der Ofen, wo wir rausgekommen sind. Ich hab schon. Pfann. Dass es nicht heiß ist, müsst du eigentlich sofort verbrennen. Ein Stück Fleisch. Werde Fleisch haben. Heiß auch. Ein Messer. Guck mal, der Ratte. Die Ratte können wir streicheln. Oder sie beißt an uns an und wir streicheln sie so. Irgendwie. Oh, Teller. Gut gemacht. Zerstörungswahn. Mal ein Prost. Okay, das hat Papa Bäcker bestimmt nicht gefallen, dass wir das ganze Geschirr kaputt machen. Aber hier ist die Fässer. Für ein bisschen Geld. Ja, das ist Geld. Offensichtlich. So, hier kommt nicht durch. Königliches Besteck. Diese unbezahlbaren kulinarischen Werkzeuge wurden nie benutzt. Selbstverständlich nicht. Nie. Königliches Juwel. Dieses unbewaffnete Juwel hat der Königinfamilie über die Generationen weg Segen gebracht. Legenden besagen, es könnte Krankheiten heilen und die Seele beleben und jeden und die Besitzer zum Glück bringen. Ah. Neat. Sieht richtig aus. Was ist das hier? Vizegräfin Celias Kühner Candelaba. Diese einzigartige Kunstwerk war die letzte Generation des legendären Künstlers Lemire McGregor. Es dauerte mehrere Jahre, die perfekte Bedauung zu finden. Nicht berühren! Nicht berühren? Wie wär's, wenn wir uns einfach mal kaputt hauen? Upsi, aber jetzt haben wir das da. Das Königliche Juwel. Ein hübsches oranges Juwel. Es leuchtet hell und im Inneren befinden sich glühende Lichtpunkte. Wie warme Glut. Was? Nö, soll sich jemand anders kümmern. Das ist so ein Moment von Fuck the shit out. Und that's not my problem. Das ist eine tolle Wache. Beste Wache überhaupt. Auch nicht durch. Warum ist hier ein Stuhl zum Sitzen? Ach, wir sind jetzt im Thronsaal. Sieht so aus. Bäcker, wer ist dieses seltsame Kind mit dem aufgeschlossenen Gesicht? Lauf! Lass es, wie soll ich das erklären? Du weißt nicht, dass keine Kinder in meinem Schloss sitzen mit der Rücken bedeckt und schlottern. Widerlich! Ah! Da! Ein Rumsappeln! Was hat diese Unfrucht zu verdeuten? Meine Königin, Sie wünschten, ich wollte sagen, dass ich heute Bruch gebacken habe und Lauf einfach aus dem Hof heraufkam. Du hast dafür angestellt, feinste Backware zu verbreiten. Nicht um Kinder aus dem Horizont in meinen Schuss zu erschaffen. Ja, ich benutze für Sie auch die Tauschstimme. Bäcker, was hat das zu bedeuten? Was? Das ist nicht mein Werk. Hexerei! Du hast das Leben und nun das. Was für Dämonen hast du dir meinen Helm beschworen? Ruhe! Du bist also echt der einzige die Königin hier? Halt mir die Luft an! Echt, der ist hier so heiß! Du kannst mich Kasper nennen, den violetten Feuergeist. Wenn du noch nicht von mir gehört hast, dann wirst du es jetzt! Ein Kasper? Ich wünsche dir keine Unterhaltung, ich hasse Witze! Schaff mir dieses hässliche kleine Clown aus den Augen! Wo sind meine Wachen? Wachen! Ah. Ach komm, Kasper, das war eher wie eine Kerze und kein Feuer. Das ist eigentlich der Fall, wenn der Boss ist.
Ich fange gerade an, ja? Außerdem, vergiss sie, ich spüre die Energie eines Warnspeisers aus der Tasche, die Teig gegen die Frocke ist da. Lauf! Seid nicht bei mir! Wer seid ihr da? Was wollt ihr? Wer sind die. Wie sind friedliche Leute? Oh, wie süß! Hast du das gehört, Kaspar? Sie sind friedlich. Na, gehen wir wohl besser. Da wollte ich es mir gerade bequem machen. Wie wär's? Geh uns unser Splitter und vielleicht mache ich keinen verkohlten Toast aus dir. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Dreh jetzt auf, Kaspar, schon bald wieder ein anderes Flittchen singt. Oh, Ikrobiale. Unser erster Kampf im Spiel. Gut, hör mir zu, Loaf. Ich weiß, du wurdest erst vor mir vor einigen guten geboren, aber lass mich dir etwas über solche fiese Berei bringen. Wie ist David? Matschern. Verfehlt. Oh, auf meine Kruste, geht es gut, Loaf. Ja, hier, Kaspar, das ist auch richtig schwach. Ich bin direkt eingerostet, okay? Gib mal einen Moment, ich lerne mein Bild zuerst auf. Keine Zeit für deine Obermoral. Nimm diese Karten. Sie sind übrigens mit mehreren Typen. Mach es für er und hol den Typ mit deiner Suppenkelle. Woher wusste er, dass ich eine Suppenkelle besitze? Suppenkelle. Drücke A, wenn die Einzelne grün wird. Ungefähr so. Wie kannst du es wagen, du kleine Spinner? Wurde sogar gerade wirklich von diesem Teig in die Mauer vermüllt? Nein! Nein! Dieser halbgare Idiot hat mich überrascht. Ich werde mich nicht so demütig lassen! Kaboom! Wegen einem Schlag. Direkt ausgerastet. Und das ist der Anfang von Born of Bread. Gespeichert. Kannst du aufstehen? Ja, kann er. Wir sind jetzt im Wald gelandet, wie es aussieht. Ein sehr schöner Wald. Was ist mal hier? Ein paar Nüsse. Auch für Geld. Ah, da vorne ist Papa Bäcker. Ich hoffe, es geht ihm gut. Geriebene Käse drüber. Nein, warum ist der Boden nicht weich? Lauf, mein Junge, ich bin so froh, dich zu sehen. Ah, ich dachte schon, ich hätte dich verloren. Lass dich bitte nie wieder mein Wald in den Luft jagen. Hörst du, junger Mann? Nun, ja, ich weiß, ich habe das auch getan, aber tu nie, was sagst du tun. Nur das, was ich dir sage. Wenn ich mir das ansehe, wir stecken in der Klemme. Das muss der Wald der Wurzeln sein. Viele Leute sollen sich verhört haben. Aber wir werden schon recht zurechtkommen, mein Sohn. Keine Sorge. Dieser alte Wald liegt westlich von dem Ort, wo wir waren, der königlichen Stadt. Also müssen wir nach Osten gehen. Wir müssen vorsichtig sein. Dieser Ort ist gefährlich. Schau, ich bin direkt neben einer Waffe gelandet. Das sag ich einfach rum. Ha, weil ich so über nachdenke, könnte sie gegen die aggressiven Fauna hinsichtlich sein. Ha, gut, ich will meine keine Waffenregeln nur für diesen einmal lockern. Hier, mein Junge. Druidensichel. Eine uralte Sichel von einer verlassenen Lichtung. Du weißt, welche druidische Macht ist einst ein bisschen Waffe lag. Jetzt ist sie jetzt nur noch scharf. Vergiss nicht, das ist kein Spielzeug. So was musst du sie ausrüsten. Drück dazu Plus und wähle in dein Tagbuch den Register Waffen aus. Dann wähle die Waffe aus und bringst sie in deinen Rucksack, indem du A drückst und sie mit Steuerkreuz bewegst. Im Kampf kannst du jede beliebige Waffe abwenden, solange du sie in den Rucksack passt. Dann tut das gleich nochmal. Waffen verlieren. Yep. Das ist quasi unsere Waffen. Unser Waffenarsenal. Und wie gesagt, hier können wir maximal dieses Quadrat hier verwenden. So. Waffen sind zu gut für den Kampf. Wie ihr gesehen habt. Ist sonst noch was?
Ja, Verlüsse. Vorsicht, Wasser ist gefährlich für uns. Weil wir sind Brot und wir dürfen nicht nass werden. Nasses Brot ist nicht gut. Guck mal, ein Apfel. Das ist ein Heil-Item. Süß, saftig, knackig und gut für deine Gesundheit. Das ist ein saftes Kerl. Stellt 5 LP wieder her. Hier ist nichts, oder? Nein. Nur ein paar Nüsse. So, schön hier hoch. Oh, Vorsicht. Nicht runterfallen. Oh, was ist das denn? Was für eine schäbige Behausung. Sieht so aus, als hätte es eine verhörte Sesiche und Löschhoff gespaut. Und diese Flugblätter. Wahrscheinlich wurde die Person wahnsinnig und hat einfach aus diesen Unsinn aufgeschrieben. Hä? Ich glaube, ich habe etwas gehört. Lass uns... Menschen, juhu, ich bin gerettet. Ach, lauf, bring dich in Sicherheit. Nein, 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 warte, geht nicht. Nehm mich mit. Oh, entschuldige, ich dachte, du wärst Monster. Keine Sorge, junger Mann, wir gehen nirgendwo hin. Wie heißt du? Lind, Sir. Tut mir leid, dass ich euch erschreckt habe. Ihr habt keine Vorstellung, wie lange ich schon in diesem Wald herumhöre. Kennt ihr den Weg hinaus? Ihr habt euch einfach laufen? Verdammt, bist du erledigt? Beruhig dich, Junge. Wir werden gemeinsam einen Weg herausfinden. Du musst ihn bald gut kennen, wenn du hier schon lange bist, oder? Nun, da ist dieses Wurzellabyrinth im Westen. Ich meine im Osten. Oder was im Norden? Ich habe diese Karte, die mir bei mir viel hinterlassen hat, aber darauf ist nicht viel verzeichnet, wo wir gerade sind. Linds Karte. Eine grob gezeichnete Karte des Königlichen Reiches. An Kartograf könnt ihr sie wahrscheinlich mit weiteren Informationen versehen. Eine Karte des Waldes! Das sind aber gute Neuigkeiten. Sie ist nutzlos. Ich habe versucht herauszukommen. Ich dachte, meine Familie würde nach mir suchen. Ich würde sie treffen, wenn ich in Bewegung bleibe. Aber als ich dieses kleine Haus fand, habe ich aufgegeben. Ich bin geblieben und habe das Zeichen geschrieben und gehofft, sie wird mich finden. Ah, bist du ein Autor? Was? Nein, nein, bin ich nicht. Ich denke mir nur Geschichten aus. Eigentlich war es schön, einfach nur so viel zu schreiben, wie ich wollte. Es hat nichts ausgemacht, aber jetzt braucht mein Pony wirklich meine Wäsche. Ja, du hast ein sehr kräftiges Aroma. Ich wollte es lieber ungemütlich lassen. Ich habe versucht, ihn zu waschen, aber der Geruch war dann auch nur noch schlimmer. Aber egal, wir sind alle verloren. Wir sind erledigt. Barnabas Bratenheber, erbarme dich mal in meiner. Bist du dramatisch? Nun, da wir deine Karte haben, finden wir einen Weg raus. Versprochen. Wirklich? Und das wäre wunderbar. Wobei, vielleicht sollte ich hier warten. Vielleicht wird meine Familie mich doch finden. Jemanden zu finden ist beinahe unmöglich, Junge. Und wenn du hier bleibst, wird niemand die all deine tollen Geschichten lesen. Was? Wir sind doch noch nicht bereit. Oder sind es? Bin ich es? Darf ich wirklich begleiten? Aha, natürlich, Junge. Willkommen an Bord. Ich bin Papa Becker und das ist mein Sohn Loaf. Yay. Danke, Papa Becker. Sir, ich bedanke euch. Oder ich danke euch. Es ist schön, euch bald jetzt kennenzulernen. Lind ist jetzt im Team. Tolles Bild. Cool, lass uns dieses Wurzellabyrinth aufbrechen. Okay, du kannst meine Karte ansehen, wenn du Plus drückst und die das Registerkarte auswählst. Yep, hier ist unser Team. Loaf und Lind. Und hier ist die Karte. Man sieht noch nicht wirklich viel.
irgendwas. Oder Items, Waffen. Und ganz hinten sind die Optionen. Ist das so Feuer? Ich freue mich so sehr darauf, etwas anderes als Gehörste Eichentampo zu essen. Wenn ich auch durch das Knacken der Eichen viele Kriegsbilder gesammelt habe. Das weißt du nicht? Metallkriegsbilder werden im ganzen Königreich als königlichen Reich des Werk verwendet. Sie sind an allen möglichen Orten zu finden, also gibt es Sinn, alles kurz Kränke zu schlagen, was am Wegesrand festsiehst. Das haben wir ja schon gemacht. Diesmal durch dieses Fass hier. Was nur ein Item gibt. Und auch. Was sagst du das? Ah, bei diesem Schwert ist bei diesem Fass zum Schreiben. Ich brauche einfach ein bisschen Umgebungswechsel, weißt du? Ist nur ein normaler Baumstoff, aber er liegt im Schatten und umwelt meine Hütte, sodass ich nur verfliegen konnte. Ein paar Nüsse. Hier ist nichts. Ja, pures Chaos, ich weiß. Ich hätte bei der Hütte keinen Platz mehr für meine Geschichten, also habe ich sie draußen aufgehängt. Was? Ich will jetzt nicht wegwerfen, weil ich die Überarbeitung ein paar Ideen weiter aufgreifen will, weißt du? Ja, interessant. Gut, dann gehen wir weiter. Finden wir einen Weg hinaus aus dem Wald. Mit dem Apfel. Oh, guck mal, ein Eichhörnchen. Das können wir streicheln. Hihi. Süß, nicht wahr? Mit B können wir übrigens rennen. Da sind wir schneller unterwegs. Oh. Ein Gegner. Jungs, halt! Dieses Ding da drüben? Was ist das? Oh, das wäre für eine schreckliche Kreatur. Ich habe gehört, dass der Wurzel voll für ihn ist. Seht ihr, wie bedrohlich das da steht? Kaum in der Lage, seines bösen Absichten im Zaum zu halten. Dann lasst uns da einfach vorbeirennen. Das ist ja unklug, Lind. Wenn du nicht gegen eine dieser Kreaturen kämpfst, dann hast du auch keine Erfahrung. Und eines Tages stehst du vielleicht vor einem Gegner gegenüber, von dem ich weglaufen kannst. Nun, das wird nicht einfach, aber gemeinsam können wir es schlagen. Unser erster richtiger Kampf. Gut, fangen wir mit Grundlagen an. Am oberen linken Bildschirmrand siehst du deine Trefferpunkte, Willenspunkte und Reservepunkte. Also LP, WP und RP. Lind und du haben getrennte Lebensbalken. Wenn also einer von euch den Schaden erleidet, dann sind wir mit Y die Plätze wechseln. Wähle zuerst die Angriffskarte und dann die Druiden, die ich gegeben habe. Greifen? Also, weil ich die Superkelle nehmen möchte. Aber gut. Du wirst feststellen, dass diese Waffe wenigstens so kurz WP verbraucht. Angriffe, die wir brauchen, sind stärker. Wann darf ich angreifen? Immer die Ruhe, Junge, du bist gleich dran. Los, lauf, Angriff! Bewege den Stick von links nach rechts und bis der Eintrag grün wird. Ist die Druidensiegel. Gut, wie du siehst, hast du nur ein paar WP verbraucht. Wo sie bitte keine WP mehr habt, könnt ihr eure Waffenhebel einsetzen. Jetzt hast du dran, Lind. Oh, klasse, was kann ich tun? Lass uns mit deinem Angriffsstart anfangen. Willst du jetzt die Angriffskarte und dann Sturmentwurf? Halte A und lass ihn los, wenn der Eintrag grün wird. Aha. So? Ja, das wird großartig, Jungs. Mach ich bereit, der Gegner ist ja im Zug. Zug gedreht von dem Gegner an das A, um einen Teil des Stahls zu blockieren. Zu blocken. Das könnte zu Anfang eher schwierig sein, aber ihr habt das sicher bald raus. Achtung, da kommt er. Pff, gut gemacht. Barnabas sei Dank. Komm, ein Kratzer. Stunde, du hast Zugang zu einem Spezialangriff. Das ist der Vorteil, wenn man ein magisches Technik ist, hä? Dieser Spezialangriff erhöht deine Verteidigung und du kannst den kompletten eintreffenden Schaden blocken. Das kostet Reservepunkte, kurz RP. Probier's aus. Hier Spezialangriff. Rösten für 3 RP. Erhöht du deine Verteidigung, indem du ihn einhältst. Aber Vorsicht, verbrenn ihn nicht.
Aha, schafft. Also es ist nicht ganz einfach, aber man lernt raus. Lind, du kannst deinen Zug nutzen, um schnell zu heilen. Ich habe dir vorhin ein Croissant weggesteckt. Zugesteckt. Lind, du hast die Gegenstandskarte und such dir dann aus, wenn du was im Fütter möchtest. Warte, ich muss sie füttern? Es ist viel anstrengender, als du vielleicht denkst. Probier es doch mal aus. Es ist weniger anstrengender. Es ist keine große Sache. Okay, na gut. Mit Gegenstand, also Items. Ein Croissant. Für Loaf. Grün heilen. Toll, euer Team hat Spitze. Ach, dann geht jetzt wieder ein Zug. Halt euch bereit. Abgewehrt. Siehst du, wie hilfreich diese verhüllte Verteidigung ist? Vergiss nicht, du hast eine begrenzte Menge an RP. Nutze sie also mit Bedacht. Der RP, unser RP ist jetzt weg. Papa Becker, was machen wir, wenn wir keine MVP mehr haben? So, wie die herstellen, könnt ihr einen Gegenstand oder Erwärmung eurer so eine Verhältniskarte nutzen. Er braucht das Token mit 1 PP. Probier's aus, Leute. Hier, verteidigen. Boom. Gut, Jungs, ich habe euch alles beigebracht, was ich im Fernsehen gesehen habe. Daraus müsst ihr selbst herausfinden. Experimentiert, entdeckt und kämpft. Und falls ihr unsicher seid, mit dem Schein zu sein, wie ich das sagen pflege. Gut, dann machen wir eine ganz normale Attacke. Der Schwanzschlag. Sogar, wenn die Attacke grün wird. Und jetzt. Und damit ist der Gegner weg. Und 30 Erfahrung. Gut, das war unser erster Kampf, würde ich sagen. Damit beende ich mal den Part an der Stelle. Ich fände ich mal ein guter Punkt zum Schluss machen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wie es weitergeht. Hier im Wald der Wurzeln. Bis dann sage ich bis dann und Aloha.